drin, aber auch so neue, nette Funktionen. So können wir zum Beispiel hier sagen, ich möchte, wenn Sie da nachher schauen, es gibt hier so zwei Drehknöpfe, Live Control heißt das. Und da kann man verschiedene Sachen machen, also da kann man Filtering machen, man kann da Effekte beeinflussen. Man kann allerdings auch, und das ist sehr interessant, die Intensität der Begleiterautomatik steuern, indem man einfach Musiker hinzuschalten kann oder abschalten kann. Beispiel, ich habe jetzt hier ein bisschen Real Audio Drums hier natürlich. Da wird richtig Gas gegeben. Die Backline, die spielt so vor sich hin. Ne? Jetzt komme ich an der Stelle, wo der Trompeter zum Beispiel der will sein Solo machen. Da würden wir normalerweise, um das Platz zu geben, um das Arrangement ein bisschen ruhiger zu machen, geht man zurück in Variation, vielleicht auf Variation A oder B. Das können wir jetzt noch mehr Variation drin bringen, weil ich kann jetzt hier bleiben und mit dieser Live-Control-Taste Musiker wegschalten. Sind die Saxophone weg? Nur noch Bass und Gitarre, nur noch den Bass, nur den Schlagzeuger und den Schlager. Das ist ja irgendwann mal wieder alles spielen. Schön hoch und runter schalten, immer mit ganz einfacher Art und Weise mehr Musiker mir dazu holen. Und das kann man bei so vielen Sachen benutzen. Ja, also kriegt man eigentlich noch mehr, kann man noch mehr aus diesen Style-Variationen rausholen. Und zwar sehr, sehr zugänglich. Andere Art und Weise, das zu benutzen, ist, wenn man jetzt mal zum Beispiel einen Dance-Style hat. Ne? Zum Beispiel hier mal sowas. Und dann schalte ich hier auf diese Funktion. Und da geht es. Tanzmusik muss man auch ein bisschen anders gucken wieder. Da klingt es, also muss man. Und jetzt können wir diese Live-Control-Schalter können wir hier benutzen, um Filtering zu machen. So muss man dann auch stehen bleiben, bis man dann wieder ein anderes Style selektiert hat. Ja, dann geht das wieder weg. So, ja. Ja, also ganz entscheidend. Also diese ganze Dance-Funktion richtig.